herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alice19 meets Reality. So, dann mache ich mal gerade die Bäumchen hier noch weg. Hans-Peter hat mich ja ordentlich bezahlt. Kann man gucken. Ah ja. So. Also ich kann mal gucken, dass ich hier alles komplett durchkomme überhaupt. Irgendwie will das nicht. So, Freunde. Die nächsten Folgen kommen auch wieder relativ zeitnah. Vor allem auch, was die Aufnahme betrifft. Ich habe nämlich jetzt 2 Wochen Urlaub. Daher haben wir hier die Folgen für 2 Wochen vorproduziert. Nicht nur für 1 Woche wie sonst. Deshalb wundert euch nicht, wenn die Folgen, was ist denn hier jetzt los? Wenn euch die Folgen, oder wenn ich nicht auf die einzelnen Folgen eingehe. Aber das ist halt im Moment so. So. In 2 Wochen gibt es dafür wieder, sag ich jetzt mal, neue Folgen. Und bis dahin gibt es eben sozusagen alte. Was ist denn jetzt mit dem Bäumchen los hier? Was ist hier los? Ah ja. So. Jetzt bleib ich ja noch am Baum hängen. Ich will den Auftrag heute schon noch abschließen. Ich glaube, der ist fast ein bisschen zu klein. Ups. Tada. Reinhard ist hier doch gerade vorbeigefahren, oder? Bin ja froh, dass der mich nicht angehalten hat oder mich angesprochen hat, ey. Dem hätte ich wieder was erzählt. Kann er sich aber drauf verlassen. Weil von dem werde ich mir jetzt nicht mehr so auf der Nase rumtanzen lassen. Come on, come on, come on.
Entasten, geteilt ist er eigentlich. Okay. Da an dem Stein vorbeikommen. Der Mercedes zieht doch ein bisschen besser, wie ich am Anfang gedacht habe. Muss ich schon sagen, jetzt wo ich ein paar Mal gefahren bin. Sieht er wirklich 180? Das geht mir immer noch nicht rein. Anfang der Woche hat der Bürgermeister uns 180% abziehen wollen. Für diesen so. China-Import, ey. Dingeling. Dingeling. Hallo? Hallo, Volker, ich hab noch keine Ahnung, wie dieser von China. Der China-Import? Ja. Hast du dafür auch die 180% zahlen müssen? Wie 180%? Na, die Steuer. Ja, die Steuer schon, ja. Aber 180%? Der Händler hat mir da einfach ganz normal Prozent. Okay. Was hast du gezahlt für das Teil? Oh, das weiß ich noch nicht. Okay. Da müsste ich nochmal nehmen. Das müsste man machen, weil da gibt's eine Trickkiste, gell? Der Bürgermeister zockt da die Leute gerade ab. Ja. Okay, aber kannst du mir mal so, wie das funktioniert? Ja, wenn du ins Handbuch schaust. Da muss ich da die Bäume schon ein bisschen der Hälfte mal abschneiden, oder? Ja, klar. Also Überlänge musst du gucken, gell? Sonst kriegst du auch einen Strafzettel. Gott. Kannst du auf, wenn du, hast du einen Harvester oder einen Harvester oder einfach per Hand? Ja, per Hand. Okay, ja, dann kannst du einfach absägen. Du musst halt gucken, dass keine Äste mehr dran sind. Sonst wird das Infrarotsignal oder was das auch immer ist, gestört. Ja. Ja. Und hey, aber irgendwie funktioniert. Was hast du denn eingestellt? Und auf welcher Seite von der Fahrtrichtung liegt denn der Traktor? Der Stamm. Rechts. Liegt der Stamm? Ja. Okay, dann guckst du, dass in dem Anhänger-Dingens da. Ja. Dass da Switch Autoload to Left steht. Dazu musst du O drücken. Auf der Fernbedienung. Oh. Ja. Und dann musst du gucken, dass oben B. Da musst du B noch drücken. Okay, da funktioniert noch nicht. Okay, warte mal. Ich guck mal, dass ich gerade vorbeikomme. Ich muss sowieso bei dir vorbei. Ja. Bis gleich. Stehen die mitten auf der Straße rum. Oh. Hat jetzt keiner gesehen. Oh. So, kann man gucken, wo der ist, ich habe keine Ahnung.
da unten steht er. So. Harry. Ja? Oh oh. So. Gucken wir das gerade mal an. Ja, der ist ein bisschen zu lang hier noch. Wo hast du denn den hier nochmal gesägt gehabt? Hier. Hier. Oh. Ah, dann wird er wahrscheinlich nochmal zu lang sein. Oder? Spring mal rein. Warte, ich spring mal rein. Ich guck mal grad. Spür mal. Du hattest die Dolly an. Hä? Ja, da war auch nicht gern. Hä? Ich hab da irgendwie eine andere Version. Ich hab da eine andere Version von dem Anhänger. Echt? Ja, glaube ich schon. Mehrere Versionen. Sieht ganz so aus. Hallo, habe ich keine anderen. Ah, jetzt. Guck mal, da hat sich was bewegt. Man muss halt immer gucken, dass das, aber das ist komisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einen LKW fahre und kein Dolly. Kein Dolly, genau. Geht das schon wieder nicht? Warte mal. Ja, musst du vielleicht mal einen Hans-Peter fragen, ob du dann einen LKW leihen kannst oder so. Der wäre gerade hier. Ja, guck mal. Weil wenn du den dran hast, dann ist es ein bisschen einfacher. Gut, ich muss jetzt mal das Holz noch abliefern, gell? Ich kann dir gleich herschicken. Was kannst du gleich herschicken? Den Hans-Peter. Weil ich muss auch da vorne kurz abladen. Okay. Hallo? Ja, ich habe mal so eine kurze Frage an Sie, beziehungsweise ich bin zurzeit am Meinungen sammeln. Und zwar, was halten Sie als wenn Sie Händler wären, der Kunden nicht informiert, dass der Händler geschlossen ist, wo er meint, dass es zweitrangig sei? Och nee. Ja, ich höre Ihnen zu. Was meinen Sie dazu? Dass man zweitrangig sei, dass er keine Zeit hätte und das seit einem Tag und noch nicht mal den Händler für geschlossen erklärt. Was halten Sie dazu? Ich sammle mir viele Meinungen ein. Okay, ich würde sagen, der Händler ist sehr kompetent und von dem her habe ich damit kein Problem. Der ist telefonisch super zu erreichen. Echt? Genau, von dem her, ich habe damit kein Problem. Okay. Gut. Kommt mal das andere sehen. Ciao. Tschüss. War. Servus. Und der Auto, Servus, und der Golf Variant in Fahrball. Warte, 1, 2, 3. Das ist doch ffelsbrunn.de, oder? Also ffelsbrunn.de, Flashlight Blue 4 und das Tagfahrlicht war das. Aber. Herr Varuna? Ja. Ja. Entweder fliegen sie jetzt gleich um, oder sie lachen. Können sie die Baumstämme häckseln? War das eine ernst gemeinte Frage, Herr Knoll? Ja. Ich soll jetzt auch noch die Stämme häckseln? Ja. Da hinten gibt's so einen Häcksler. Ja, haben sie da einen gescheiten Traktor dafür? Weil ich glaube, ohne funktioniert er nicht. Doch, der funktioniert ohne. Schauen Sie mal mit. Hat er einen Generator dabei?
Ja. Moment kurz. Eingebaut. Herr Peter. Mhm. Fahren Sie vielleicht mal mit einem LKW zum Harry. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dem vielleicht einen andrehen können. Was? Ich habe nichts. Machen Sie dem Harry Hofer mal ein Angebot über einen LKW oder stellen Sie dem mal einen LKW zur Verfügung. Der ist gerade mit dem China-Importer vorne am Wald zugange und hat damit aber Probleme. Mit dem LKW ist das ein bisschen einfacher wie mit einer Dolly. Vielleicht können Sie dem einen LKW verkaufen. Das kann ich machen, ich bin gerade relativ Probieren Sie das mal. Also ich glaube, den kriegen Sie da dazu. Ja, werde ich mal machen. Und passen Sie auf, der Bürgermeister hat gerade angerufen, hat gefragt, wie ich denn dazu stehe, dass Sie nie zu erreichen sind. Alter, da geht mir so auf den Sack. Ja, weißt du, was ich dem gesagt habe? Was? Ich bin super zufrieden mit dir, du bist immer telefonisch zu erreichen. Ja, alles kein Problem. Dann das versteht war, er ja nicht. Dann war er komplett kleinlaut. Mhm. Naja. Er ruft mich gefühlt alle 2 Minuten an. Ja, ich weiß nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, da brabbelt weiter. Da habe ich doch irgendwann die Schnauze voll, ganz ehrlich. Ja, völlig verständlich. Okay, also. Herr Knoll, geht's Ihnen gut? Lassen Sie mal den Hebel in Ruhe. Bis die Tage, tschüss. Tschüss. So, jetzt Herr Knoll. Muss ich gerade loswerden, ja. Ich muss ja unseren Händler schützen. Ja, ich habe auch mit dem Bürgermeister gesprochen. Der wollte ein 1050 über die Fendt, über die Stadt kaufen. Ja. Und das fürs Lohnunternehmen nutzen. Ist der also, wahnsinnig? Ich weiß nicht, was der hat. Okay. Schauen Sie, der hat hier einen Generator drin, da muss man es nur reinschmeißen und dann fliegt er schon hier hin. Okay. Da habe ich ja. Wenn Sie das machen konnten, habe ich jetzt glatt eine Idee. Weiß zwar nicht, ob das funktioniert. Okay. Ist es gemütlich da drin? Moment. Nee, ist ein bisschen heiß. Aber zum Ein- und Ausstellen passt. Okay. Gut, warum läuft denn das Förderband noch? Ich glaube, Sie müssen STRG und X drücken. Das sind so 2 Knöpfe. Ah, ja. Oh ja. Nee. Ah, ja. Das hat irgendwie. Okay, nee, ist aber kein Problem. Jetzt. Jetzt. Okay, so. Gut, das würde ich aber dann erst morgen machen, weil ich habe meine Mittagspause verpasst. Jo. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Ciao.